ins Rennen. Liebe Angelika Fitz, liebe Freundinnen und Gäste, ich begrüße euch recht herzlich zum 9. Gespräch der Reihe Status Quo Architektur ausstellen. Ich freue mich, dass ihr euch trotz des guten Wetters zugeschaltet habt und darüber, dass du, liebe Angelika, die Einladung angenommen und heute Abend Zeit für uns hast. Also vielen Dank schon einmal dafür. Danke für die Einladung. Gerne. Bevor ich dir die erste Frage stelle, möchte ich für diejenigen, die bislang nicht dabei waren, sowie für die anderen vielleicht zur Auffrischung, kurz die Idee der Reihe erläutern. Anlässlich des 20-jährigen Gründungsjubiläums der Architekturgalerie Berlin möchte ich verschiedene Akteurinnen dazu befragen, welche Rolle Ausstellungen im Kontext der zeitgenössischen Architekturdiskussion spielen. Denn Ausstellungen spiegeln ja nicht nur aktuelle Diskurse einfach wider, sondern haben auch die Rolle eines Verstärkers und stellen im besten Falle Selbstthesen auf. Und darüber hinaus interessiert mich, welche Herausforderungen und Potenziale meine Gäste in den neuen Medien sehen. Denn digitale Informationen und Social Media beeinflussen auch das Format der Ausstellung selber und haben einen Transformationsprozess ausgelöst, dessen Ende noch gar nicht abzusehen ist. Und vielleicht dauert es ja nicht mehr lange, bis nicht nur Informationen, sondern auch Kopien von Artefakten und Räumen orts- und zeitunabhängig rezipiert werden können. Ausstellungsmacherinnen müssen sich deshalb zunehmend um eine ausgewogene Relation zwischen analoger und digitaler Wissensvermittlung kümmern. Und wie wichtig diese Balance ist oder werden kann, welche Möglichkeiten, aber auch Grenzen sie beinhaltet, haben wir in den vergangenen 14 Monaten erlebt, in denen aufgrund der Kontaktbeschränkungen ja fast kein normaler Ausstellungsbetrieb mehr möglich war und Ausstellungen größtenteils nur noch als eine Art Studio für digitale Formate fungierten. Um ein möglichst breites Spektrum an Einschätzungen zu erhalten, habe ich sehr unterschiedliche Akteurinnen zu Gast, mit denen ich ca. 45 Minuten spreche. Und bei Bedarf haben wir am Ende sicherlich auch noch Zeit für Fragen, die ihr, liebe Zuschauerin, bitte in den Chat direkt an mich, das heißt nicht an den Host, schreiben könnt. Und damit bin ich bei dir, liebe Angelika. Du bist seit 2017 Direktorin des Architekturzentrums Wien. Du hast zuvor fast 20 Jahre lang als Kuratorin, Autorin und Beraterin im Bereich Architektur und Urbanismus dein eigenes Büro in Wien erfolgreich geführt. Du hast 2003 und 2005 den österreichischen Beitrag auf der Architekturbiennale in Sao Paulo kuratiert und darüber hinaus eine endlos lange Liste von Ausstellungen und entsprechenden Publikationen dazu. Ich nenne nur drei hier vielleicht als Beispiel: Kapital und Karma, Reserve der Form, Realstadt, die auch in Berlin zu sehen war, und eine vierte noch in dieser Liste, Retraders, die auch in Berlin zu sehen war. Am Architekturzentrum Wien hast du unter anderem kuratiert Critical Care, Architektur für einen Planeten in der Krise, zusammen mit Elke Krasny, eine Ausstellung, die ebenfalls in Berlin zu sehen war. Wir haben gerade noch mal im Vorgespräch memoriert, das war Anfang 2020 wurde sie im Deutschen Architekturzentrum eröffnet. Du hast weiterhin dort verantwortet, Form folgt Paragraph. Und aktuell zeigt ihr dort Boden für alle noch bis zum 19.07. Liebe Angelika, bei der Nennung der Ausstellungstitel fällt mir zumindest auf, dass sie Architektur fast ausschließlich als sozialen, ökologischen oder ökonomischen Prozess thematisieren. Gehört das gewissermaßen zur Agenda deiner Arbeit als Kuratorin? Vielen Dank, lieber Ulrich Müller, für die Vorstellung, für die Einleitung und für diese erste Frage. Ich möchte aber ganz kurz vorher noch die Gelegenheit nutzen und zum Geburtstag gratulieren. 20 Jahre Architekturgalerie, wirklich ein ganz besonderer Ort, der für mich immer ganz spannend war, vor allem was die Technik des Ausstellungsmachens, die Disziplin des Ausstellungsmachens in der Architektur, die da wirklich erforscht wird kontinuierlich. Also wirklich gute Nacht vor diesen 20 Jahren und dem tollen Oeuvre, das da entstanden ist. Zur Frage, sieht man Architektur nur aus sozialer, ökologischer, ökonomischer Perspektive oder schwingt er mit aus ästhetischer Perspektive? Für mich ist das natürlich kein Entweder-Oder. Also, keine Ahnung, wenn ich mir die neuen Pritzker-Preisträger anschaue, Lacador-Vassal, dann ist das hoffentlich für niemand Entweder-Oder, ob das jetzt sozial oder ökologisch relevant ist oder auch sehr schön ist.
Was für mich aber schon prägend ist, dass ich in meiner Arbeit und auch in der Arbeit mit dem Architekturzentrum Wien, darum passt das Architekturzentrum Wien als Haus mit seiner Geschichte auch so gut zu mir und ich bin so glücklich, dass ich seit einigen Jahren dort arbeiten kann, weil ich Architektur immer als gesellschaftliche Praxis verstanden habe, als kulturelle Praxis. Und was mich interessiert, ist nicht dieser leichte Zeigefinger, was ist denn nun die gute Architektur? Also gut im weitesten Sinn, was immer wer darunter verstehen möchte, in den vielen Dimensionen, die Architektur nun hat, sondern mich interessiert, was kann gute Architektur? Also diese Performance, diese Wirkung von Architektur, und das kann eine ästhetische Wirkung sein, aber ist hoffentlich zunehmend auch immer eine ökologische Wirkung, eine soziale Wirkung und eine, sage ich, ökonomisch in Richtung gerechtere Gesellschaft wirkende. Also da habe ich eh schon entblößt, dass es mir sehr wohl um eine gesellschaftspolitische Agenda auch geht. Ich denke eben, Architektur betrifft uns wirklich alle und Architektur ist ein Riesenhebel in unserer Gesellschaft, ob das die Klimakrise betrifft oder ob das ökonomische, soziale Verwerfungen betrifft. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man sich ein ganz anderes Publikum erschließen kann, wenn man auch die großen gesellschaftlichen Themen und Verwerfungen anspricht in Architektur. Mhm. Angelika, du hast natürlich vollkommen recht, man kann diese Teilbereiche von Architektur nicht voneinander trennen. Architektur ist ein komplexes Gebilde und alles, was da ist, hat auch irgendwie eine Gestaltung, wie du sagst, dann, und das ist dann eine Frage, ja, eine viel, viel gestaltige Frage, ob es als gut oder schlecht angesehen wird. Aber der, ja, vielleicht kritische, doch kritische Blick, würde ich sagen, hat ja vielleicht auch was damit zu tun, dass du im Gegensatz zu mir, ich bin ausgebildeter Architekt und habe lange Jahre als Architekt gearbeitet, dass du Kulturwissenschaftlerin bist. Und von daher ein anderes Interesse generierst oder ein breiter gefächertes Interesse vielleicht? Das hat schon was damit zu tun wahrscheinlich, dass ich eben das wirklich als kulturelle, gesellschaftliche Praxis sehe, auch aus meiner Disziplin kommend. Es ist aber natürlich interessant, also darum finde ich auch diese Reihe so interessant, weil du hier mit verschiedenen Gästen über das Kuratieren von Architektur sprichst, im weitesten Sinne. Und zum Beispiel in der bildenden Kunst, da ist ja das Handwerk des Kuratierens schon lang eine Spezialisierung, spätestens seit Hans Zehmann. In der Architektur sind wir ja noch nicht ganz sicher, ob man einfach Architekt oder Architektin sein muss und dann kann man das mit den Ausstellungen eh auch. Oder ob das nicht wirklich eine eigene Disziplin ist, über das Vermitteln und vor allem über das Ausstellen von Architektur nachzudenken und das weiterzuentwickeln. Und ich glaube schon, dass es eine eigene Disziplin ist. Und das kann man sicher mit verschiedenen Ausbildungen natürlich machen. Aber ich komme nicht zu verleugnen, wahrscheinlich aus der Kulturwissenschaft. Ja. Ja, aber das macht ja die Ausstellung auch wirklich so interessant und kritisch zumal und vielleicht auch so breit aufgestellt. Also ich möchte jetzt nichts Falsches hier coram publico behaupten, aber ausgebildete Architekten haben bislang die Neigung, doch eher so narrow-minded vielleicht die Welt zu betrachten, was auch notwendig ist vielleicht. Nicht alle, aber viele. Viele Generalistinnen in der Architektur, ja, würde ich sagen, ist doch eine sehr breite Disziplin. Aber es ändert sich auch da viel. Also genau ändert, wie du eben das genannt hast, das Kuratieren von Ausstellungen. Ich glaube, auch da ändert sich tatsächlich viel und sind Einsichten vonstatten gegangen. Lass uns vielleicht nochmal konkret zur Arbeit des AZW zurückkommen. Wie viele Ausstellungen zeigt ihr im Jahr dort eigentlich? Ich möchte vielleicht noch vorher sagen, zu diesem Thema sozusagen mehr im Inneren der Disziplin zu bleiben und ein breiteres Publikum anzusprechen, weil es war für mich auch so interessant, als ich damals vor 5 Jahren hier angetreten bin im Architekturzentrum Wien bei der Pressekonferenz zum Antritt, haben mich Journalisten und Journalistinnen gefragt, ja, wie ist das jetzt in Ihrem Museum? Ist das was für Architekten und Architektinnen, das Programm, das da gemacht wird? Da habe ich gedacht,
Wird es irgendjemand eine Direktorin eines Kunstmuseums fragen, ob sie ein Programm für Künstler und Künstlerinnen macht oder auch für andere Menschen? Also, und gerade Architektur betrifft ja wirklich alle Menschen. Wir können die Architektur nicht vermeiden, außer wir ziehen uns wie Thoreau in die Wälder zurück. Und insofern war es für mich immer ganz klar, dass wir uns sowohl natürlich für ein Fachpublikum Interessantes bieten wollen, aber dass wir uns auch ein ganz breites Publikum einladen. Ja, aber Angelika, jetzt komme ich doch nochmal auf die Frage zurück, obwohl ich die nächste nehme ich wieder ganz kurz zurück und stelle sie in die Ecke. Dieses Paradoxon, was du eben geschildert hast, das ist doch phänomenal. Also das finde ich insofern, weil eigentlich muss doch klar sein, sollte klar sein, ich würde mich darüber freuen, genauso wie du, glaube ich, dass Architektur per se uns alle angeht. Also wir haben es eben schon gesagt, alles ist Architektur irgendwo. Und wie du schon sagst, das ist wirklich erstaunlich. Und ich glaube dir das sofort aufs Wort, kann mir die Situation gut vorstellen. Aber welche Rolle Architektur oder die Wahrnehmung oder Verhandlung von Architektur doch spielt, ich sag mal, welche untergeordnete manchmal oder spezielle, das ist doch erstaunlich, wie du schon sagst, man würde einer Direktorin eines Kunstmuseums nie fragen, für wen sie die Ausstellung macht. Da gibt es noch viel Arbeit, glaube ich. Architektur hat ein Imageproblem, ganz offensichtlich. Ja, ja, also da gibt es. Dass immer noch viele Leute glauben, Architektur ist Selbstverwirklichung von Architektinnen. Also in einem ganz seltsamen Klischee drinstecken. Ich meine, man sieht es ja zum Teil auch in populären Medien, Fernsehserien. Also in Krimis sind die Architekten, meistens sind es Architekten, reich, böse, egoistisch. Entspricht erstens schon lange nicht mehr dem Alltag, glaube ich, den die meisten Architekten und Architektinnen erfahren, nämlich diese Allmächtigkeit, von der ist die Praxis der Architektur, glaube ich, schon lang, lang weg, falls sie jemals dort war. Mhm. Und ja, also es ist wirklich interessant. Also die Architektur hat wirklich ein Imageproblem. Ja. Und, ja. Auch wieder ein gutes Beispiel, auch wenn es ein bisschen jetzt abweicht von dem Leitfaden, der hier vor mir liegt. Aber das Bild des Architekten im Film, das ist tatsächlich spannend. Also wenn ich mir, ich sag mal, einen James Bond angucke, der 30 Jahre alt ist, habe ich kein Problem damit und ist das vielleicht klar, weil es da wirklich auch vielleicht noch große Personen eine Rolle gespielt haben, wichtige Personen eine Rolle gespielt haben, das Prozesshafte und die Allgemeingültigkeit von Architektur vielleicht noch nicht so eine große Rolle gespielt hat. Aber es ist wirklich, bis heute ist das einfach so. Ich will jetzt nicht das klassische Bild bemühen, ja, alter weißer Mann mit schwarzer Brille in einem riesen Atelier mit, dann, wenn es ganz dolle kommt, noch mit junger Frau oder sowas. Ne? Also das ist wirklich erstaunlich. Aber ich will auch da gleich vielleicht noch eine Frage anschließen, die ich all deinen Vorgängerinnen auch gestellt habe und die mich auch immer wieder umtreibt in meiner eigenen Arbeit. Und zwar also, wenn du sagst, verständlicherweise, du möchtest Architektur oder die Rezeption von Architektur öffnen, einem Nicht-Fachpublikum und aber gleichzeitig, ich möchte natürlich auch Fachleute in deine Ausstellung holen, da entsteht ja eine gewisse Schere vielleicht bei der Wissensaufbereitung. Also weil es sind ja doch enorm spezielle Inhalte, nicht nur wenn wir über Architektur als Gestaltung sprechen, sondern auch wenn du politische Hintergründe, soziale Hintergründe, also ich war ja selber in einigen Ausstellungen von dir und musste da mich enorm konzentrieren und das auch im positiven Sinne. Also ich habe das natürlich auch intellektuelle Anregung empfunden, dass du da wirklich Themenfelder aufbereitest und bearbeitest wie eine Wissenschaftlerin eigentlich. Ja? Und jetzt stelle ich mir vor, und die Frage stelle ich mir bei vielen Ausstellungen, wenn selbst jemand wie ich, der täglich damit umgeht, einen gewissen Aufwand hat, um sozusagen sich in das Thema einzulesen und so weiter und so fort. Wie geht es erstmal jemand, der vielleicht nicht so ein Fachwissen mit sich hat? Also wie gelingt das, sozusagen ein spezielles Wissen so aufzubereiten, dass es möglichst viele verstehen, ohne es zu verwässern? Da gibt es jetzt mehrere Antworten auf diese sehr, sehr spannende Frage. Also einmal verstehe ich das Museum auch als wissenschaftliche, forschende Institution. Das reicht von klassischeren Forschungsprojekten, die wir auch mit Universitäten gemeinsam in Kooperation machen, bis zu dem, was ich als kuratorische Forschung bezeichnen würde. Eine sehr
extensive Recherche und Aufarbeitung und auch durchaus Erarbeitung von neuen Thesen, bei der aber schon sehr früh mitgedacht wird und darum auch kuratorisch, wie man es auch vermittelt, wie man erzählt. Das heißt, da gibt es eine Rückbindung zwischen Forschung und dem an das Publikum denken sozusagen und an den Raum auch schon denken vielleicht, weil Ausstellen ist ja ein räumliches Erzählen. Und also freut mich sehr deine Erfahrung, dass du da eine Anregung und Tiefe erleben konntest in Ausstellungen von mir oder von uns. Was mich immer interessiert im kuratorischen Handwerk, ist, dass eine Ausstellung beides kann. Dass man sich 2-3 Stunden drin aufhalten kann, wenn man sich wirklich vertiefen will und vielleicht auch schon einen gewissen Background mitbringt. Dass man aber auch 5 Minuten reinrauschen kann und wieder raus und man hat eine Idee bekommen, um was es hier geht. Das heißt, dass es so verschiedene Ebenen der Rezeption gibt. Es können, manche sind immersiver, die spürt man nur, andere sind vielleicht pädagogischer, da kriegt man Dinge sehr genau erklärt und dann gibt es die widersprüchlichen Ebenen, wo man auch ins Denken kommt und vielleicht am Schluss verunsicherter ist als vorher. Das heißt, dass je nachdem, wie viel Zeit, aus welchen Ecken die Menschen kommen, sie ganz unterschiedliche Erlebnisse und ganz unterschiedliche Arten des Wissens haben können in der Ausstellung. Also das, wenn das gelingt, dann ist das sehr beglückend. Ja, und ich habe jetzt vielleicht auch ein bisschen eine falsche Spur gelegt oder möchte ergänzen, eine Ausstellung ist ja nicht nur der Ort, an dem die Ausstellung stattfindet. Eine Ausstellung ist ein Buch, vielleicht noch was dazugehört. Du hast tolle Publikationen immer gemacht. Also ich spreche dann in meinem kleinen Rahmen immer von den Layern der Ausstellung. Ja, was sehe ich von draußen? Welche Möglichkeit habe ich, mich einzuarbeiten? Genau, um das zu erreichen, was du eben beschrieben hast. Man kann einen Blick drauf werfen und vielleicht ist einfach nur ein Bild mit dem, so, ah, da komme ich wieder. Und man kann sich genauso gut 1,5 Stunden hinsetzen und sich in Lektüre vertiefen. Ja. Und also eine Ausstellung wird begleitet von einem Buch. Und jetzt sind wir natürlich auch schon bei einem weiteren spannenden Thema. Das ist das, was auch ein zentraler Punkt der Reihe ist, das Verhältnis von analog und digital. Ja? Also ich hatte es in meiner Anmoderation schon gesagt, da ändern sich viele Dinge auch. Ich gebe auch zu, dass die in den vorhergehenden Gespräch mit deinen Kolleginnen da äußerst skeptisch in Sachen Digitalisierung eine skeptische Perspektive eingenommen wurde, aber den können wir uns ja nicht entziehen. Also einerseits ist es natürlich toll, dass Informationen digital verfügbar sind, das heißt, Leute können sich vielleicht vorher auch schon schlau machen, aber die, wie findet ihr die Balance, also nutzt ihr die digitalen Tools und wie findet ihr die Balance sozusagen zwischen analog und digitaler Vermittlung? Also die Digitalisierung hat ja in Bezug auf ein Architekturmuseum ganz, ganz viele verschiedene Ebenen. Also es fängt mit der Frage von Datenbanken, Digitalisierung von Sammlungen, dann gibt es natürlich Natural Digital Data immer mehr in der Architektur, dass sozusagen die Architektur schon digital generiert wird, wie geht man damit um? Dann gibt es die Frage der Ausstellung selbst, wie setzt man da time-based interaktive Medien ein? Aber die Frage gibt es schon lange und da ändern sich natürlich die Medien immer wieder. Es gibt die Frage der Kommunikation der Ausstellung, also wie berichtet man, wie kommuniziert man die Ausstellung mit digitalen Medien und im Prinzip nützen wir sie. Also alle diese Ebenen sind für uns relevant. Aber alle diese Ebenen haben auch für mich nicht die Erfahrung des Ausstellungsraumes verdrängt. Und also in der Kommunikation, das ist ganz klar, also ob das soziale Medien sind oder ob das der Anspruch ist, auch von jeder Ausstellung einen wirklich guten, verdichteten, kurzen Film zu machen, den man sich auch online abrufen kann und sich entweder wie ein Tutorial vorbereiten kann oder nachschauen kann oder im schlimmsten Fall, wenn man nicht anreisen kann, dass man was sieht davon und dass man wirklich auch das Konzept und die Inhalte gut erklärt und anschaulich macht, bis zu ganz kurzen Teasern, die man in diversen sozialen Medien zeigt. Was der Einsatz der Medien in der Ausstellung betrifft, da finde ich es immer ganz wichtig, dass eine Ausstellung für mich ein Erlebnis im Raum ist, ein Erlebnis mit
verschiedenen Menschen im Raum, also wirklich ein öffentlicher Ort, ein Begegnungsort. Das haben wir jetzt auch gemerkt nach den verschiedenen Lockdowns, wie gierig die Menschen waren, wieder in diesen Begegnungsort und in diesen haptischen, körperlichen, räumlich ist ja was Körperliches, Begegnungsort zu kommen. Und wenn man da zum Beispiel auch die ganzen Fragen von Virtual Realities und so oder von Recherchetools, von interaktiven. Für mich ist ganz zentral, dass ich in einer Ausstellung nicht Dinge anbieten, die ich zu Hause am Schreibtisch oder irgendwo unterwegs am Smartphone besser erledigen kann oder genauso erledigen kann. Sondern das Interessante ist ja, dass ich den anderen zum Beispiel zuschauen kann, wie sie eine Virtual Reality erleben oder wie sie mit digitalen Daten umgehen. Das ist ja ein Sehen und Gesehenwerden ist im Ausstellungsraum. Das heißt, ich muss da digitale Medien ganz anders einsetzen, als ich sie zum Beispiel auf einer Website einsetzen würde. Da habe ich eine ganz pragmatische Frage. Digitale Information, digitale Kommunikation ist auch mit enormem Aufwand verbunden. Also entgegen der landläufigen Meinung, dass man sagt, wir machen immer einen Post auf Insta und TikTok und Pipapo. Wenn man das einigermaßen gut machen möchte, ist das ein einigermaßen großer Anspruch. Und der Aufwand dafür, meiner Erfahrung nach, steigt immens. Das Ende ist noch offen. Wir wissen nicht, was es in 2 bis 3 Jahren noch für viele wichtige Kanäle gibt. Und die möchte man ja auch bedienen, weil das natürlich auch eine Chance ist, Leute zu erreichen, die man sonst nicht erreicht. Seid ihr da speziell aufgestellt? Denkt ihr darüber nach, euer Team zu vergrößern, um noch mehr Kanäle zu bespielen? Oder stellt das im Moment keine wichtige Frage für euch? Also wir sind schon recht gut aufgestellt, aber wir haben jetzt eindeutig sozusagen zugekauft, sozusagen auch Hilfe zugekauft und auch viel gelernt in den verschiedenen Lockdowns. Also wir haben auch bisher natürlich auf den sozialen Medien auch versucht, schon sehr stringent und mit Konzept nicht einfach irgendwie zu posten, sondern schon mit einer Dramaturgie. Wir haben in den Lockdowns wirklich auf den sozialen Medien versucht, sehr erfolgreich mit Inhalten zu punkten. Wir haben zum Beispiel aus unserer Dauerausstellung, die wir im Übrigen gerade erneuern, jetzt nach 17 Jahren eine neue Schausammlung machen. Und wir haben es auch genützt, jetzt aus unserer Dauerausstellung wirklich die Geschichte der österreichischen Architektur online in kleinen Häppchen, aber mit sehr viel Tiefgang zu erzählen und haben wahnsinnig gutes Feedback bekommen und bis zu so Sachen, bitte zeigt es mehr Grundrisse, ich möchte mehr Grundrisse sehen. Und also ja, wo man wirklich gemerkt hat, es geht um die Inhalte und nicht nur ums Posten. Oder wir haben so Sachen wie Architekten und Architekten auf Reisen. Also das ist auch eine sehr schöne Genre, diese visuellen Reisetagebücher von Architektinnen, haben mit denen so Reisebedürfnisse befriedigt. Und wir haben uns sehr genau überlegt, was hat die Qualität, dass es auf unseren Media-Channel auf der Website kommt? Also was wird konserviert? Wir haben da einen eigenen Media-Channel jetzt eingerichtet an sich des Lockdowns. Also nicht jede Zoom-Veranstaltung, die man ja sehr schnell machen kann, was super ist, wenn ich sagen kann, ach, zum Thema Boden, da wäre noch dieses Projekt in Seoul und dieses in New York und das da und dort. Sozusagen kann man sozusagen ohne Reisekosten zumindest relativ leicht zusammenschalten. Aber wir haben wirklich, gut, dramaturgisch gute Veranstaltungen kommen in den Media-Channel, die man sozusagen ist auch wert sind, in Anführungszeichen, dass man sie noch jahrelang archiviert und nachschauen. Und dann gibt es ephemerere Sachen, die sozusagen ein Ereignis waren und dann sind sie vorbei. Was sehr aufwendig ist, sind natürlich hybride Formate, die wir aber auch immer machen, wann es geht. Also jetzt zum Beispiel aktuell darf noch eine beschränkte Zahl von Menschen in unsere Räume rein, aber sie dürfen rein. Und das heißt natürlich, dann sind es 50 Leute vor Ort und gleichzeitig ist vielleicht jemand digital zugeschaltet. Das Ganze wird gefilmt, gestreamt, aufgezeichnet. Da kann man sich vorstellen, dass das technisch gleich explodiert. Und da haben wir zurzeit auch die Erfahrung, dass sich auch die Technik so schnell ändert, dass es sich eigentlich kaum lohnt, alles selbst anzuschaffen und dann jedes Jahr wieder zu erneuern, sondern dass es
besser ist, da auf Externe zurückzugreifen. Also ist zumindest im Moment unsere Linie. Weil man muss das auch hier warten und updaten und eben das ändert sich sehr schnell, das Digitale. Aber der Aufwand ist riesig und das wird oft auch zum Beispiel von der Politik und von Fördergebern nicht gesehen. Ach, dann macht es doch digital. Also erst ist wie beim Journalismus, als ob der redaktionelle Aufwand kleiner wäre, als ob die Authorship weniger aufwendig wäre und dann kommt noch das Technische dazu. Also das kaum billiger ist, als etwas zu drucken. Ich weiß nicht, wer schon mal versucht hat, ein E-Book zu machen, weiß, dass das wahrscheinlich aufwendiger ist, wenn man es ernst nimmt, als ein gedrucktes Buch. Ja, also ich bin tatsächlich auch gespannt, wie es entwickeln wird. Wir haben ja alle, mit denen ich jetzt spreche oder auch nicht spreche, die Ausstellungsmacherin, die gleiche Erfahrung gemacht im letzten Jahr. Erstmal der Riesenschock sozusagen, dass der Raum, mit dem man eigentlich arbeitet, also der wirklichen Raum ist, sozusagen geschlossen war. Und wie komme ich an meine Zuschauerinnen ran? Und glücklicherweise gibt es ja die digitalen Tools. Ich habe schon hin und wieder mal bemerkt, ich weiß gar nicht, was wir vor 5 oder 6 Jahren gemacht hätten, als Plattformen wie Zoom und andere noch gar nicht so etabliert waren. Also glücklicherweise gab es die Tools und dann hat man sich jetzt eingefuchst in die. Und interessanterweise haben während der letzten Monate, also wirklich alle, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, wir werden auf jeden Fall, auch wenn es wieder möglich ist, dass wir unsere Häuser öffnen, wir werden die digitalen Tools beibehalten. Und jetzt sind wir in dieser Situation und unabhängig von der, ich sag mal, von dem psychologischen Momentum, dass natürlich jetzt jeder ist erstmal wieder froh, dass alles analog passiert, dass man sich treffen kann. Aber die Frage der Kapazität, es ist schwierig, dein eigenes Haus gleichzeitig aufzumachen und zu betreuen, genauso gut. Und wie du eben gesagt hast, noch digitale Formate, also hybrid zu arbeiten. Da bin ich sehr gespannt und das wird die Zukunft zeigen, was von dem, was wir in den letzten Jahr gelernt haben, was sozusagen sich in die Zukunft rettet. Ne? Habt ihr denn, Angelika, habt ihr denn das überprüft oder gemessen? Also wie viele Leute habt ihr erreicht? Habt ihr andere Leute erreicht auch vielleicht, als ihr vorher erreicht habt? Ja, wir haben das sehr gut dokumentiert und gemessen und also es sind dann zum Beispiel bei einer Führung aus Boden für alle plötzlich 100 Menschen dabei online. Und das wäre natürlich gar nicht möglich analog und es sind natürlich Menschen dabei, die ganz woanders sind und das ist ganz wunderschön und ich denke, das muss man irgendwie bis zu einem gewissen Grad fortführen, soweit es die Ressourcen erlauben. Und es gibt in Österreich inzwischen auch von St. Bach-Organisationen der Museum, das ist der sogenannte Museumsbund und wie die ganzen Organisationen heißen, ganz klare Leitlinien, wie sozusagen digitale Einheiten, wie digitales Publikum gemessen wird. Ist ja die Frage, sozusagen Facebook-Klicks, wird nur kurz hingeklickt, wie lange muss man dabei bleiben bei einem Stream? Also da gibt es sozusagen klare ein Agreement, wie wir unser digitales Publikum messen, ist nämlich gar nicht so einfach. Ja, Angelika, du hattest in einer Antwort vorher schon darauf hingewiesen, dass ihr ja nicht ausschließlich Wechselausstellungen zeigt am Haus, darauf kommen wir auch nochmal speziell zurück, sondern dass ihr auch eine Sammlung habt und dass ihr neben den Wechselausstellungen eine Dauerausstellung zeigt, die sogenannte A-Schau, die jetzt gerade in Arbeit ist. Berichte doch bitte darüber was. Ich bin dir noch die Antwort schuldig vom Anfang. Also wir machen circa 2 bis 3 Wechselausstellungen im Jahr, einige kleinere Formate und wir haben eben die Dauerausstellung, die A-Schau, noch bis Ende Juni. Dann wird es die A-Schau nicht mehr geben und die neue Dauerausstellung wird auch anders heißen und ganz anders funktionieren. Und was aber auch noch wichtig ist, wir haben circa 500 Veranstaltungen im Jahr. Also das geht von Kinderworkshops bis zu Symposien, Vorträgen, Exkursionen, ganz wichtig, also Architektur 1:1 erleben, von wegen analog, also sozusagen nicht nur in Ausstellung und Buchform. Wir haben das Architekturfilmfestivals, wir gehen auch immer wieder in den Stadtraum raus, also wir haben einen öffentlichen Arbeitsraum in einem Stadtentwicklungsgebiet für 2 Jahre gehabt. Wir haben so Stadtlaborformate wie Wohnungstausch, also wo sozusagen
das Wohnen beforscht wird in einem partizipativen Projekt. Also wir haben da wirklich ganz, ganz viele Formate der Vermittlung, die sich zum Teil an ein Fachpublikum richten, zum großen Teil aber an ein breites Publikum. Und wir sind jetzt eben dabei, neben den aktuellen Wechselausstellungen auch unsere Dauerausstellung zu erneuern, die mit unserer Sammlung arbeitet, mit der Sammlung zur österreichischen Architektur des 20. und 21. Jahrhunderts. Das ist unser Sammlungsschwerpunkt. Was wichtig ist, unsere Sammlung versteht sich auch so, dass sie Architektur in all ihren Zusammenhängen zeigen will. Also auch wieder, es geht nicht nur um Ästhetik, es geht auch wieder um ökonomische, politische, kulturelle Zusammenhänge, in denen diese Architektur entstanden ist. Es geht auch um transnationale Zusammenhänge, also die österreichische Architektur ist und war keine Insel. Und da haben sich natürlich Relationen immer wieder verändert, international. Und es geht uns vor allem darum, das als Ressource zu sehen, als Wissensressource, an die man Fragen aus der Gegenwart stellen kann. Und das wird auch das Zentrale sein für die neue Schausammlung, die neue Dauerausstellung, die wir jetzt bewusst Schausammlung nennen, weil wir mit Originalobjekten arbeiten werden, aber nicht enzyklopädisch, dafür hätten wir auch gar nicht den Raum. Also wir haben ja hunderte Nachlässe mit Riesenkonvolute, wo wir eben bewusst nicht nur das schönste Modell nehmen, sondern auch viele Materialien, die den Prozess dokumentieren. Also wir sammeln anders als viele andere Architektur- und Designmuseen, dass wir sehr, ja, sehr vielfältige Materialien haben. Und uns, also die neue Schausammlung wird heißen Hot Questions, Cold Storage. Also wir stellen die heißen Fragen an den stillen Speicher. Und es wird in der Ausstellung einen digitalen Speicher geben, der unser Depot, unser Archiv, unsere Sammlung repräsentiert. Es wird aber dann vor allem 7 heiße Fragen geben, die von jetzt in die Sammlung reinschauen. Das klingt nach einem eigenen Forschungsprojekt. Ja, da sind wir schon lange dran. Ja. Das ist ein mehrjähriges Projekt natürlich, das wir zu Ende bringen wollen. Wenn du schilderst, dass in der Sammlung, wenn ich es richtig verstanden habe, bitte korrigiere mich, falls was bei mir falsch angekommen ist. Also ihr sammelt sozusagen nicht nur klassische Artefakte, also ein Architektin hinterlässt einen Nachlass in Form von Plänen von allen Projekten, die ihr gemacht habt, sondern du hattest auch geschildert, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ihr sozusagen auch Zusammenhänge dokumentieren wollt oder Hintergründe, Rahmenbedingungen. In welcher Form kann man die dokumentieren? Das können auch Korrespondenzen interessant sein, es können auch Rechnungen interessant sein, es kann auch, wenn die Staatsoper in Wien aufgebaut wird nach dem Zweiten Weltkrieg, interessant sein, wer wo bei der Eröffnung gesessen ist. Also wenn zuerst zum Beispiel die Russen ganz interessiert waren, die Oper wieder aufzubauen, die aber dann am Eröffnungsabend in keiner Loge präsent sind. Also da kann man viel Zeitgeschichte zum Beispiel damit erzählen, nur um eines von vielen Beispielen zu nennen. Also wir haben in unserer Ausstellung, wir haben natürlich Modelle, Pläne, Fotos, verschiedenste Objekte. Wir haben auch Stoffe, Möbel, wir haben eben Archivmaterialien in verschiedenster Art auch dazu. Ja, also Architektur als komplexes Genre, wie du das eingangs auch schon geschildert hast. Mhm. Und wenn man über Sammlungen heutzutage spricht, ich glaube, du hattest das vorhin auch schon kurz erwähnt, muss man ja auch darüber sprechen, dass sich die Artefakte des Architekturherstellens, des Prozesses ja auch verändert haben und noch weiter verändern. Also es gibt wahrscheinlich aktuell kaum noch, Architektur wird nicht mit großen Skizzen entworfen, es wird alles digital gemacht. Und während ich tatsächlich am Anfang dachte, ja, ach, jetzt gibt es ja gar nichts mehr zum Sammeln, also weil ich da vielleicht auch noch zu konservativ und mit klassischen Artefakten dachte, ist es ja so, dass sozusagen die aktuellen, die zeitgenössischen Tools, also Programme, kann man ja auch sammeln, abspeichern. Und das Interessante ist jetzt, die Programme verändern sich und das hat jeder schon selber in seiner ganz einfachen Arbeit auch erlebt. Wenn ich ein alter Rechner oder ein altes Programm funktioniert nur 5 Jahre oder ein Rechner kann ein bestimmtes Programm nur 5 Jahre öffnen und danach ist es vorbei oder ich hebe mir den Rechner auf und pflege ihn. Das ist ja auch eine riesen Herausforderung für euch vermutlich.
Das ist eine Riesenherausforderung für alle Architekturmuseen. Das wird auch heiß diskutiert. Wir tauschen uns ja weltweit untereinander aus. Eben, muss man die Rechner mit aufhängen? Muss man die Daten migrieren? Geht das überhaupt? Oder steht irgendwann irgendein Rechner nur noch als Blackbox da und die entscheidenden Daten hat man vielleicht ausgeplottet, weil Papier überlebt erfahrungsgemäß viel länger als Software. Also das sind ungelöst. Das sind vollkommen ungelöste Fragen, wo es wirklich noch keine Ergebnisse dazu gibt. Aber es ist ein heißes Thema, mit dem wir uns alle beschäftigen müssen. Aber es stimmt natürlich nicht, dass alles digital passiert. Also es wird immer noch skizziert, es werden immer noch Modelle gebaut, es wird immer noch kollagiert. Man kann sich natürlich auch fragen, ob oft die Skizze fast danach kommt oder die Collage quasi schon als Repräsentationstool, damit noch was bleibt. Und es wird oft jetzt noch, also dass Dinge einfach digitale Daten ausgedruckt werden, damit sie gesichert werden. Also das kennt auch jeder von seinen Mails, im Zweifelsfall ausdrucken und ablegen, wenn man es in 10 Jahren noch finden will. Ja, spannende Frage. Angelika, du hast schon erwähnt, dass ihr 2 bis 3, sag ich mal, große Wechselausstellungen im Jahr zeigt und du hast gleichzeitig erwähnt, dass ihr ganz viele andere, ich sag mal, Vermittlungsformate auch habt. Was mich noch interessiert ist, nimmt denn das AZW auch Stellung zu, ich sag mal, tagespolitischen Fragestellungen in Wien? Also wenn vielleicht eine kritische Bauaufgabe ansteht oder eine Bauaufgabe, die ihr kritisch betrachtet, nehmt ihr da eine Stimme ein auch? Also ich sehe mich jetzt nicht als oberste Jurorin oder als zusätzliche Jurorin und schon gar nicht mag ich Wettbewerbe nachjurieren, das fände ich ganz schwierig, sagen öffentlich, indem man Meinungen kundtut. Ich denke, wir verstehen uns wirklich als Agenda-Setterin, also Themen wie die jetzt nach der Pandemie allen klar sind, wie Klimakrise, Klimakatastrophe, soziale Kohärenz oder Verwerfung, Umgang mit Ressourcen, die haben wir schon sehr, sehr früh aufs Spiel gebracht. Und mir ist es wichtig, damit Einfluss zu machen und auch nach Wien immer wieder, also Wiener, also ich glaube, man muss immer Lokales mit einer, ich sage durchaus eine planetarische Perspektive verknüpfen. Also planetarisch sage ich nicht nur, um dieses Internationale auch nochmal zu erweitern. Also es geht ja nicht mehr nur um uns Menschen, sondern es geht ja überhaupt um ein Zusammenleben aller Spezies auf diesem Planeten. Und Architektur sollte allen diesen Spezies gut tun schlussendlich, weil sonst bekommen wir ein Problem auf diesem Planeten. Und insofern geht es für mich immer um die großen, um die ganz großen Zusammenhänge, die sich aber nur im Lokalen manifestieren können. Aber wir haben das alle erlebt in der Covid-Pandemie, dass das Lokale von dem Globalen nicht zu trennen ist. Aber wir erleben es aktuell sehr stark in der Bauwirtschaft, wo Lieferketten zusammenbrechen, aus verschiedensten Gründen. Dass es kein Zurück mehr gibt aus dieser Vernetzung. Und insofern, denke ich, ist es für mich, ob lokal oder international, kein Unterschied. Aber mir ist es wichtig, wirklich Themen zu setzen und also zum Beispiel mit diesem Thema des Sorgetragens, du hast die Critical Care-Ausstellung verwendet. Also ich habe das mit der Elke Krasny begonnen 2016 und da haben wir noch ein paar Headlines bekommen, wie Architekten und Architektinnen sollen jetzt Pflegekräfte werden, Und jetzt haben erstens Pflegekräfte inzwischen ein besseres Ansehen bekommen, hoffentlich. Und zweitens ist der Care-Begriff, der hat sowas von Konjunktur, also dieses Weiterbauen, Sorge tragen, zuerst einmal schauen, was ist schon da an Ressourcen, bevor man alles niederreißt. Und diese Perspektive der Verschränkung von ökonomischen, sozialen und ökologischen Perspektiven, die wir forciert haben, wo wir klar gemacht haben, Fridays for Future ist nicht nur was für die Rich Kids, für die, die es sich leisten können, sondern es geht genauso um soziale Fragen und es geht eben nicht nur um den Menschen, sondern es geht um alles auf diesem Planeten. Also so, da würde ich schon sagen, dass wir auch mit unserem Buch, mit MIT Press, die da sehr groß eingestiegen sind und dieses Buch sehr gut platziert haben, dass wir da schon Agenda-Setter sind und das wirkt natürlich lokal, aber wirkt hoffentlich weit darüber hinaus. Ja, Angelika, ich möchte trotzdem noch mal nachfragen. Also ihr habt, es gibt keine, ich sag mal, kleineren Formate neben den großen das sind ja sehr aufwendige Ausstellungen, die ihr da auch macht, die mit sehr viel Forschung und Research verbunden sind. Gibt es
kleinere Formate, ich sage es auch nochmal, um auf, ich sag mal, Ereignisse, die dann, wo es sich lokal runterbricht, die da offensichtlich werden, zu reagieren? Sind eher diskursive Formate. Also sozusagen Ausstellungsformate gibt es auch kleinere. Also wir haben auch die Galerie als Raum, sozusagen als dritten Ausstellungsraum neben dem Dauerausstellungsraum und der Wechselausstellungshalle. Und weil du vorher gesagt hast, das muss ja ein wahnsinniger Research-Prozess für die neue Schausammlung sein. Ja, ich habe sofort damit begonnen, sehr kurz nach meinem Antritt zu sagen, machen wir in der Galerie kleine Experimentierformate mit unserer Sammlung. Wir haben Sammlungslab genannt und haben da immer wieder so kleine Teaser, so schauen wir mal, wie man auf eine andere Art Wissen mit gesammelten Objekten erzeugen könnte. Also und wirklich so als öffentliches Versuchslabor. Und von dem profitieren wir nun natürlich in der großen neuen Schausammlung extrem. Da nehmen wir was mit. Also solche Dinge machen wir. Und dann darf man nicht vergessen, wir haben ganz viel diskursive Veranstaltungen. Also wir kooperieren da sowohl viel mit Universitäten, aber wir kooperieren zum Beispiel auch mit der IBA, Neues Soziales Wohnen in Wien, und sagen, wir sind jetzt nicht Teil der IBA, also ich halte da gern auch Äquidistanz. Aber unser Beitrag zur IBA ist in Kooperation mit dieser, dass wir internationale Positionen nach Wien holen. Dass wir sagen, natürlich ist der Wiener soziale Wohnbau seit 100 Jahren äußerst beeindruckend und vor allem in dieser Kontinuität weltweit einzigartig. Aber gerade wenn man sich immer so auf die Schulter klopfen kann, ist es notwendig, auch nach außen zu schauen, was machen Sie in Paris, was machen Sie in Kopenhagen, also was machen Sie anderswo in Europa und wo gibt es gute Ideen. Und da haben wir zum Beispiel solche Reihen, wo wir das immer wieder aufführen und dann direkt an Wiener Beispiele, an Wiener Kontexte ganz tagesaktuell verknüpfen. Also ja. Das machen wir sehr wohl. Ja, das Stichwort Kooperation wäre das nächste auf meinem Zettel gewesen auch. Das hast du jetzt schon vorweggenommen und hast das beantwortet. Aber vielleicht das Stichwort Kooperation nochmal in einer anderen, vielleicht einen räumlich kleineren Zusammenhang auch. Aus deutscher Perspektive ist man schon ein bisschen neidisch, wenn man nach Österreich guckt, weil es gibt nicht nur eine zentrale Einrichtung, das AZW, was es ja in Deutschland in der Form nicht gibt. Also viele denken immer, das ist das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt, aber das ist eine städtische Einrichtung und es gibt nicht eine zentrale Einrichtung für Deutschland, aus welchen Gründen auch immer. Aber was noch viel interessanter ist an Österreich, aus meiner Perspektive, ist, dass es in jedem Bundesland eine Einrichtung, Haus der Architektur, ich hatte mit deiner Kollegin Beate Engelmann auch gesprochen, gibt, die sozusagen vor Ort sich um die Belange von Bau- und Architekturkultur kümmern. Wie ist das organisiert? Gibt es da Kooperation auch zwischen den einzelnen Häusern und dem AZW? Also wir haben wirklich, also die Architekturszene ist im Vergleich zu verschiedenen anderen Kulturszenen, die ich kennengelernt habe, extrem kollegial und sehr, sehr synergetisch organisiert in Österreich. Also wir stimmen uns ab, wir reichen zum Teil auch internationale Vortragende weiter, also so auf der ganz pragmatischen Ebene, dass man sich auch Kosten teilen kann. Es arbeiten uns quasi alle zu oder arbeiten mit uns zusammen, was das Sammeln betrifft. Also wir bekommen dann andere Rufe aus Tirol oder aus der Steiermark oder aus Kärnten oder aus Vorarlberg. Hier wäre was, da solltet ihr euch drum kümmern oder da wäre ein Nachlass oder Teile eines Projekts, wäre das nicht für eure Sammlung was. Das heißt, das sehen alle, dass es sehr gut ist, einen zentralen Ort zu haben, der darauf spezialisiert ist, Architektur zu sammeln. Gut auch, weil auch internationale Forscher und Forscherinnen und auch andere Museen, Institutionen wissen, also das MoMA weiß, dass sie bei uns gewisse Sachen bekommen zur österreichischen Architektur. Also das muss man ja sozusagen auf Jahrzehnte hinaus organisieren und am Leben erhalten und zugänglich machen. Das heißt, es ist wahnsinnig kollegial. Aber es geht noch darüber hinaus. Also wir haben ja, das eine sind, also was die Häuser alle machen und was wir auch versuchen zu machen, ist wirklich gemeinsam. Ja, es ist dieses schwierige Wort Baukultur, das so abgedroschen ist und wo nie jemand, also meistens nur die selber die Akteure und Akteurinnen sind, können damit was anfangen und die anderen nicht. Aber diese Frage,
dass Architektur und Stadtplanung wirklich ein großer Hebel ist gesellschaftlich und dass man Politik, Gemeinden, also die, die das viele Geld ausgeben, gerade jetzt beim New Deal auf Europaebene, also das viele Geld, das hier abzuholen ist, irgendwie zu bauen und zu investieren und weiterzubauen, dass es so einen Unterschied macht, wie man das macht. Und du hast erwähnt, wir haben aktuell zum Beispiel die Ausstellung Boden für alle, die wirklich versucht, dieses so ähnlich wie früher Formvolk-Paragraph, ein sehr abstraktes Thema, wo sich alle einig sind, ja, da muss man was tun und der Bodenverbrauch und die Spekulation und die Wohnungspreise, aber niemand weiß genau, was mit wie es zusammenhängt und wieso der Grund und Boden immer teuer wird, geschweige denn, was man dagegen tun könnte. Und wir versuchen das wirklich anschaulich durchaus drastisch, manchmal mehr in die Tiefe geben, manchmal fast ins Humoristische gehen, weil manchmal ist es einfach zu schwer auszuhalten, aufzuarbeiten. Und wir haben jetzt erreicht, dass die Boden für alle Ausstellung mit Hilfe einer zusätzlichen Finanzierung des Bundes durch alle Bundesländer reisen kann, 2 Jahre lang. Und die Gemeinden fordern die an, wir kommen gar nicht nach vor Nachfrage. Und da gibt es zum Beispiel kleine Gemeinden, die zu uns sagen, wissen Sie, wir wollen einen Widmungsstopp machen. Wir wollen kein neues Bauland ausweisen. Und wir müssen das unseren Leuten erklären, dass jetzt da und dort kein Einfamilienhaus mehr bauen können, weil es gute Gründe gibt, das nicht zu tun. Und eure Ausstellung ist ideal, um das zu erklären. Ich meine, da geht einem als Ausstellungsmacherin das Herz auf, wenn ein Gemeindepolitiker mir das sagt. Das ist wirklich ein toller Erfolg und der beantwortet jetzt nochmal auf andere Art und Weise meine Frage vorher nach der lokalen Präsenz eurer Themen und der dann doch Einmischung vielleicht in Themen vor Ort, indirekt zumindest. Liebe Angelika, unsere Zeit neigt sich langsam dem Ende. Ich würde zum Abschluss noch 2 Fragen. Eine ist eine ganz andere, betrifft ein ganz anderes Thema, als wir bislang besprochen haben. Ich habe in meinem Bücherschrank ein wunderbares Buch, was du herausgegeben hast, über Architekturfotografie in meiner Bibliothek. Das ist wirklich ein Referenzbuch für mich und einige der darin vertretenen Fotografinnen hatte ich auch die Ehre, hier in der Galerie zu zeigen im Laufe der Jahre. Vielleicht kann ich den Zusammenhang zu dem vorher besprochenen dahingehend herstellen. Fotografie ist ja auch ein relativ analoges Format. Also wir können das alle digital machen, aber ich weiß, dass die Fotografinnen, die in dem Buch vertreten sind, mit denen du zusammenarbeitest, mit denen ich auch zusammenarbeite, das sind schon eher alles analoge Menschen. Spielt Architekturfotografie für dich welche Rolle spielt Architekturfotografie in diesem ganzen Kontext, den wir besprochen haben, analog, digital, Artefakte, TikTok, Instagram und so weiter und so fort? Also bei diesem, ich sag mal, inflationären Gebrauch der digitalen Formate verbrauchen sich ja auch viele Dinge ganz schnell, ja? Hat das auch einen Einfluss auf die Architekturfotografie oder die Bildsprache? Ja, das Buch, das du ansprichst vom Nutzen der Architekturfotografie, das ich mit Gabriele Lenz gemeinsam herausgegeben habe, die schaut ja sozusagen die Beziehung zwischen Architektur und Nutzung auf verschiedensten Ebenen an. Also sozusagen, wie kommen Nutzer und Nutzerinnen vor, wie wird der ideale Nutzer konstruiert, oft auch in der Architekturfotografie, aber auch wie werden die Fotos selber genutzt, welche Fotos kommen zum Beispiel ständig in den Medien vor. Es gibt ja von den meisten Projekten lange Serien und man sieht immer nur 2 Projekten irgendwie, die auf Websites oder auch in Zeitungen vorbeihuschen. Das ist ja sehr interessant und so werden andere Bilder immer links liegen gelassen. Ich finde, die Fotografie ist natürlich eines der zentralen Vermittlungsmedien in der modernen Architekturgeschichte. Sie ist auch stilprägend. Also das ist überhaupt ein Thema, weil du am Anfang gesagt hast, wir machen im Architekturzentrum und ich auch in meiner Geschichte Ausstellungen, die sich um die gesellschaftliche, kulturelle Dimension von Architektur knüpfen.
Die ersten großen Architekturausstellungen, also wenn man dann ans MoMA denkt, International Style und so weiter, da ist es immer um Stil gegangen. Und da war natürlich die Architekturfotografie auch ganz wichtig für die Prägung dieses Stils. Wenn ich aber sage, mir geht es um die Wirkungsweise von Architektur, um die Performance, dann wird auch die Bildwelt wahrscheinlich eine andere sein, als wenn ich stilprägend sein will. Aber grundsätzlich ist ja das super Interessante am Architekturausstellungen machen, dass ich ja selten das Ding oder den Zusammenhang, den ich ausstellen will, eins zu eins ins Museum rollen kann. Also ein Kunstwerk kann ich irgendwo abholen, einpacken und ins Museum bringen. Die Architektur muss ich immer repräsentieren oder fast immer. Sagen wir so, es gibt schon kleine Architekturen, die ich vielleicht eins zu eins zeigen kann. Und diese Entscheidungen, also diese viele Entscheidungen, sei ich Modelle oder Fotos oder Pläne oder Texte oder Videos oder andere Sachen, in welcher Kombination zeige ich es, wie zeige ich es, also das ist ja das, was das Architekturausstellen so komplex macht und aber auch so wahnsinnig spannend macht. Ja, das wäre fast ein gutes Schlusswort gewesen. Ich habe aber noch eine Frage notiert, aber bevor ich die stelle, gucke ich mal schnell in den Chat, weil ich hatte zum Anfang darauf hingewiesen, dass Angelika sicherlich noch eine Frage oder zwei auch beantworten kann, wenn vorhanden. Ich sehe im Chat jetzt keine Frage. Das heißt, ich stelle meine letzte Frage jetzt und diejenigen, die vielleicht noch nicht ganz sicher sind, haben jetzt noch vielleicht 1,5 Minuten die Gelegenheit, sich bemerkbar zu machen und dann mir die Frage zu schreiben. Liebe Angelika, nachdem du das alles so anschaulich und verständlich geschildert hast, und wir waren uns schon vor unserem Gespräch einig, wir könnten natürlich noch 1,5 Stunden sprechen, aber ich glaube, der Sinn des Gesprächs war jetzt wirklich zu skizzieren, dass wir eine Idee erhalten von deiner Arbeit, von den Perspektiven, die du hast, und wie immer wird es so sein, wenn jetzt keine Frage ist, das wäre ja auch so, wenn wir uns analog treffen würden, gibt es noch Fragen aus dem Publikum und dann meldet sich keiner, also zumindest ist das hier sehr oft der Fall, und in dem Moment, wo die Mikrofone ausgeschaltet sind, kommen dann doch noch die Leute, die sagen, ach, ich habe da noch mal eine Frage, das scheint irgendwie in der Natur des Menschen zu liegen. Liebe Angelika, auf welche nächsten Projekte von uns dürfen wir uns freuen? Also ich hoffe, dass sich alle wahnsinnig auf unsere neue Schausammlung freuen, die wir Anfang Dezember eröffnen werden. Also ich glaube wirklich, dass wir hier neue Wege beschreiten, mit einer Architektursammlung umzugehen. Und es ist noch ein Weg bis dahin, aber ich freue mich sehr. Und wir werden jetzt nach der Bodenausstellung, die dann 2 Jahre touren wird, mindestens, werden wir Tatjana Bilbao eröffnen. Tatjana Bilbao ist Studio, das ist eine Kooperation mit dem Louisiana Museum in Kopenhagen. Das heißt, wir kooperieren natürlich auch mit anderen internationalen Museen und wird eine wahnsinnig schöne, lukulische, sehr, 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 sehr sinnliche Ausstellung. Das ist ja auch etwas, was wir, also wie du eingangs gesagt hast, wir machen ja vor allem Themenausstellungen zu den großen gesellschaftlichen Themen. Wir machen aber auch sehr regelmäßig monografische Ausstellungen mit Architektinnen, mit Frauen, die Architektur machen, weil das ist mir ganz wichtig, weil es das in der eigentlich Geschichte der Architekturmuseen kaum gegeben hat, bis auf die großen Namen, für die man nicht mal eine Hand braucht, Zaha Hadid, Lina Bobardi, und dann ist eh schon bald aus. Wir haben sogar die erste Ausstellung zu Denise Kott-Braun gemacht, was man ja gar nicht glauben möchte, dass wir da wirklich die Ersten waren vor kurzer Zeit. Das heißt, mir ist es ganz wichtig, das einfach selbstverständlich, die herausragende Frauen immer wieder zu zeigen, und die nächste wird eben die Jana Bilbao. Das finde ich toll, dass du das nochmal erwähnt hast. Also das ist wirklich ein wichtiger Aspekt, und das hatte ich vorhin nicht so direkt gefragt, aber das ergänzt eben das Spektrum nochmal. Und also wenn ihr dann soweit seid, Tatjana Bilbao hatte ich auch vor, keine Ahnung, 8, 9 Jahren hier zu Gast. Und das war eine Ausstellung, an die ich sehr, sehr, sehr gerne zurückdenke. Also grüße Sie recht herzlich von mir. So, jetzt sehe ich hier doch, es gibt im Chat eine Frage, die ist direkt an mich geschrieben, deshalb lese ich sie mal vor, liebe Angelika. Thomas Geuder schreibt Folgendes. Liebe Angelika Fitz, vor einigen Jahren habe ich Sie in einem Vortrag in Stuttgart
darüber gesprochen, wie unterschiedlich das Ausstellen von Architektur gegenüber dem Ausstellen von Kunst wahrgenommen wird. Hat sich Ihrer Meinung nach seitdem etwas in der Wahrnehmung geändert? Das berührt vielleicht ein bisschen den Punkt, den wir eingangs versucht haben zu berühren. Ich glaube, dass jetzt unter anderem die Klimadiskussion oder die Klimawandeldiskussion klar macht, dass das Bauen ein wichtiger Faktor ist. Da gibt es natürlich jetzt auch wieder sehr oft vielleicht verkürzte Rezeptionen wie nur Holz ist gut und wie wir alle wissen, ist das natürlich viel komplexer. Aber ich glaube trotzdem, dass zum Beispiel durch diese Diskussion Architektur und Stadtplanung etwas mehr in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist. Also ich hoffe es, dass, und ich beobachte es sehr wohl in unserem Publikum, dass wir deutlich über Fachexpertinnenkreise hinausgehen. Ich würde das auch zumindest für Berlin wirklich bestätigen, dass es sich die Rolle von Architekturausstellung ändert, dass sie breiter aufgestellt sind. Wir haben in Berlin zwar kein Architekturzentrum, aber wir haben sehr viele unterschiedliche Orte. Angelika, das ist fast dein zweites Zuhause hier. Du weißt, es gibt viele kleine, große, mittelgroße Orte, die alle auf ihre Art und Weise versuchen, Leute zu sensibilisieren und mitzunehmen. Thomas Geuder, ist deine Frage damit beantwortet? Er kann auch sprechen, wenn er freigeschaltet wird, aber ich telefoniere nächste Woche mit ihm, da können wir noch weiter drüber sprechen. Er hat schon mit Ja geantwortet. Er hat mit Ja geantwortet. An alle, du siehst es ja, genau. Ach, jetzt sehe ich es. Okay, du hättest, ja, gut, ich habe die Rolle des Vorlesers übernommen. Liebe Angelika, ich bedanke mich nochmal bei dir für die Einblicke und ich freue mich jetzt schon auf ein hoffentlich nächstes Gespräch, möglichst bald, entweder hier bei mir oder vielleicht auch wieder digital. Ich bin sehr froh, dass du zugesagt hast. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das Gespräch aufgezeichnet wurde. Alle diejenigen, die heute Abend teilweise verständlicherweise die neue Freiheit der Corona-Lockerung genossen haben und woanders unterwegs waren, haben noch die Möglichkeit, dieses Gespräch sowie alle anderen, die wir da vorgeführt haben, auf dem YouTube-Kanal der Architekturgalerie Berlin, der genauso auch lautet, nachzuhören und zu studieren. Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, das nächste Gespräch schon anzukündigen. Nach dir, Angelika, werde ich nächste Woche Dienstag mit Nikolaus Hirsch sprechen. Er ist künstlerischer Leiter des Architekturzentrums SIVA in Brüssel und Mitkurator des Deutschen Pavillons auf der diesjährigen Architekturbiennale in Venedig. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und allen einen schönen Abend. Danke. Vielen Dank auch von meiner Seite. Tschüss. Tschüss.